So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Video mal wieder. Ich bin wieder zurück in meinem kleinen Aufnahmekabuff, nachdem Köln ausgeklinkt ist. Bin leicht erkältet, aber ich denke, man hört davon nichts zu sehr. Und ich dachte mir, ich nehme einfach mal eine Runde Flash, um mal kurz zusammenzufassen, was denn jetzt eigentlich alles passiert ist, was passieren wird und was ihr in Zukunft auf meinem Kanal erwarten könnt. Denn ich denke, viele von euch sind Wado-Zuschauer und haben mich deswegen abonniert und gucken vielleicht nur Wado bei mir und ich hätte da nicht hinspringen sollen. Aber auf jeden Fall will ich auch mal kurz sagen, was denn so auf euch zukommt, falls ihr denn noch länger Zuschauer bleiben wollt, was ich doch sehr hoffen würde. Wado ist jetzt zu Ende. Es wird aber noch ein Abschlussvideo dazu geben. Ein kleines, ich weiß nicht, ob ich es Best-of nennen will, ein kleines Emotionsvideo mit Eindrücken und allem Möglichen, wird die Tage noch folgen. Da muss ich nur meine Schnittzeit einmal reinstecken und die eben finden, was bei der Hitze gerade eine ziemliche Qual ist, sowas zu machen. Aber das werde ich auf jeden Fall noch hinkriegen. Und das Texture Pack wird es dann natürlich dann auch zum Download geben. Also müsstet ihr auf jeden Fall das Video dann gucken. Oh Gott, ich hab's echt drauf heute in Flash. Meine Entschuldigung ist, ich habe seit circa 2 Wochen kein Minecraft mehr gespielt. Denn da war das letzte Mal das Wado-Finale und danach war nichts mehr außer Bad Wars bei LMS. Ja, apropos LMS, ist ja jetzt auch vorbei. Und wir haben gewonnen, für die, die es nicht gesehen haben. Man kann es natürlich noch nachgucken. Auf Twitch, glaube ich, und auf meinem Video. Und ja, war echt eine coole Sache. Vor allem habe ich da auch entdeckt, hey, du hast jetzt Bock auf andere Spiele und willst nicht nur Minecraft zocken. Und da rede ich jetzt nicht von Anno oder von Assassin's Creed, was ich eben gestern gebracht habe zum Beispiel, sondern da rede ich von Sachen wie... Das war jetzt aber nicht gerade, ist nicht wirklich passiert, gut. Rede ich von Sachen wie Curve Fever, rede ich von Sachen wie CS, rede ich von Sachen wie eventuell sogar LOL, rede ich von Sachen wie Rocket League. Und ich habe richtig Bock drauf, so eine kleine Variation reinzubringen und einfach, solange ich noch die Zeit in den Ferien jetzt habe, viel mehr in meine Schnittarbeit reinzustecken. Denn das habe ich ja zur Wado-Zeit gemacht und ich bin selbst viel zufriedener mit den Videos gewesen, als ich zum Beispiel mit Marc war. Wobei Marc ist halt wieder was ganz anderes, weil man sehr viel Zeit in die Vorbereitung der Folgen investieren muss, anstatt in die Nachbearbeitung. Apropos Marc, dazu werde ich auch noch gleich was sagen. Und so habe ich einfach viel mehr Bock jetzt mit Leuten zu machen, die ich kennengelernt habe, mit Leuten, die ich eben schon länger kenne oder mit denen ich noch nie was gemacht habe, und habe Bock auf solche Spiele irgendwie. Einfach nur so ein Trash-Video zu machen, ein bisschen mehr Schnittarbeit rein investieren, sodass das Ganze cool verpackt wird. Ja, und ich hoffe, ihr freut euch da drauf. Ich bin übrigens auch bald im Urlaub und deswegen muss ich mal schauen, wie ich das jetzt davor noch hinkriege. Ich werde nämlich ab Freitag für eine Woche weg sein und ich werde jetzt wirklich einen Urlaub machen. Sprich, ich werde dort auch nichts filmen. Ich werde vielleicht meine Kamera mitnehmen. Vielleicht gibt es ein Video oder sowas, wo ich euch ein paar Eindrücke filme. Aber ich werde jetzt keinen Vlog machen, kein Follow Me Around oder irgendwie was in der Art und Weise. Denn das soll jetzt wirklich mal Urlaub für mich sein, den ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr hatte. Ja, und ich hoffe, das versteht ihr auch mal. Gut, dann direkt weiter im Text zu Marc. Marc ist für mich prinzipiell beendet. Wie schaffe ich das jedes Mal vom Checkpoint runterzufallen? Marc ist für mich prinzipiell beendet. Ich habe in dem Projekt eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und alles, was ich jetzt noch machen will, sind Kleinigkeiten, die nicht sein müssen, die sein können, aber die nicht sein müssen. Und mittlerweile habe ich nicht mehr so viel Spaß dran. Aber das ist ja auch klar, wenn man mal so viele Folgen von dem Projekt pumpt. Und es ist für mich einfach beendet ab dem Zeitpunkt. Es wird noch eine Abschlussfolge geben, keine Frage. Ob es einen Map-Download gibt, kann ich euch nicht versprechen, denn es spielen ja noch viele Leute. Ich versuche da vielleicht irgendwie was rauszuholen, damit ihr die Map mal zocken könnt, damit das aktuell ist und nicht irgendwann später rauskommt, wenn Marc schon Monate bei mir in der Vergangenheit liegt, was ja auch blöd wäre. Aber mal schauen, was da so geht, ne? Was ich bis dahin machen werde, bis das nächste Projekt startet, was auch immer das sein wird, ist für Sommer noch nichts geplant. Sprich, es wird frühestens im Herbst wieder was Neues geben. Es sind einfach solche kleinen süßen Trash-Videos, wie ich es gerade schon gesagt habe, worauf ich echt richtig Bock hätte. Und ich hoffe, ihr natürlich auch. Und ja, es gibt eine Menge Spiele, die eben rauskommen werden, auf die ich richtig Bock habe. Anno ist eins davon. Rainbow Six Siege ist ein anderes. Und ich habe richtig Bock, das alleine oder auch mit anderen Let's Playern gemeinsam, mit denen ich mich gut verstehe, zu zocken. Rainbow Six Siege ist ja das beste Beispiel. Wer das nicht kennt, das ist so ähnlich wie Payday, nur in cooler. Und ja, das ist auf jeden Fall was, was man auf jeden Fall mit ein paar Leuten zusammen zocken kann, auf jeden Fall. Und ich sage noch ein paar Mal auf jeden Fall, weil ich es noch nicht genug oft eingebaut habe, ne? So, Sprung endlich geschafft, wunderbar. Ja, und bis dahin werde ich einfach so viel wie möglich jetzt noch mehr Arbeit in den Content stecken. Vlogs sind so eine Sache, kann ich bringen, habe ich bei der Gamescom gebracht, beim Video Day, was auch immer. Werde ich einen von Kroatien bringen, aber an sich gibt es nicht viel, was ich in meinem Leben vloggen kann. Denn ich bin halt auch noch ein Schüler
und deswegen ist es ziemlich langweilig zum Großteil. Da gibt es nur wenige Sachen, die echt spannend sind. Das sind halt eben solche Events oder wenn ich mal irgendwo eingeladen bin. Und das werde ich natürlich immer vloggen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ist noch keiner im Ziel, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Checkpoints das hier hat. Ich bin der TNT-Peter, das weiß ich aber. Ja. Und das wollte ich einfach mal kurz so gesagt haben mit dem Video, damit ihr wisst, wie es an meinem Kanal weitergeht. Vor allem die neuen Abonnenten, die eben durch Varo dazugekommen sind. Die konnten sich ja wahrscheinlich nicht so viel dazu dichten, was jetzt so auf meinem Kanal Sache sein wird. Etc., ne? So, dann gehen wir mal hier rüber. Ah, das ist ja ganz easy. Ein bisschen Flash werde ich natürlich auch wieder spielen. Aber ich habe jetzt wirklich vor, viele andere Games zu bringen. Ich weiß jetzt nicht, was es noch alles gibt. Vielleicht sogar Nidhogg. Oh Gott, das hat mir bei LMS zum Beispiel beim Zuschauen richtig gefallen. Und das fand ich mega cool. Und vielleicht kann man da ja auch was machen. Oh, ich habe es auch geschafft. Nice. War eine kurze Runde. Wird ein kurzes Video sein. Aber ich wollte nur mal kurz sagen, was euch denn so erwarten wird in Zukunft. Und ich hoffe, dass ich viele von euch begrüßen kann als Stammabonnenten. Gerade die Leute, die eben jetzt neu dazugekommen sind, sind ja an die 100.000. Und ich wollte mal übrigens auch Danke sagen für das ganze Zeug, was alles passiert ist. Ich bin jetzt kurz vor 300.000 Abonnenten. Das ist richtig krass und dafür wollte ich mal kurz Danke sagen. So, und als kleines abruptes Ende sage ich dann einfach nochmal ganz schnell, ich hoffe, ihr hat es gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Zukunft, so wie ich. Und wie es weitergeht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video, was natürlich morgen kommen wird. Also bis dahin. Tschüss.